Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Unicorn Finance. Mein Name ist Nick und in diesem Video siehst du einen Ausschnitt aus dem aktuellen Kraken Erfahrungsbericht 2022, in welchem ich dir kurz alle Sicherheitskonzepte von Kraken vorstelle. Als letztes werfen wir in diesem Test noch einen Blick auf die Sicherheit in Kraken. Generell können die Sicherheitsaspekte in Account-Sicherheit und Plattform-Sicherheit unterschieden werden. Die Account-Sicherheit ist dabei natürlich maßgeblich von deiner Aktivierung abhängig. Falls du noch keinen Kraken-Account hast und dir gerne einen erstellen möchtest, mach das am besten über den Link unten in der Videobeschreibung. Darüber unterstützt du nämlich nicht nur diesen Kanal, sondern landest auch auf der richtigen Kraken-Seite. In Sachen Account-Sicherheit gibt Kraken dem Nutzer wirklich viele Features mit an die Hand, um den eigenen Account abzusichern. So viele Möglichkeiten und auch durchdachte Konzepte habe ich derzeit bisher noch auf keiner anderen Plattform so gefunden. So kann beispielsweise der Login mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung gesichert werden. Diese kann eben über eine Authenticator-App oder eben auch über einen YubiKey-Key, also einem USB-Stick, abgesichert werden. Zudem müssen neue Geräte, von denen zugegriffen wird, erst per E-Mail bestätigt werden. Der Handel kann ebenfalls mit einem Zwei-Faktor-Code geschützt werden. Die Auszahlung von Kryptowährungen ist ebenfalls abgesichert, da dies nur an Adressen geht, welche durch eine E-Mail bestätigt wurde und danach noch einmal per Zwei-Faktor-Authentifizierung ebenfalls bestätigt wurden. Eine Logliste, mit der Kontoaktivitäten nachverfolgt werden können, steht ebenfalls zur Verfügung. In meinen Kraken-Erfahrungen hat mir aber allerdings besonders gut am Sicherheitskonzept gefallen die Global Settings Log-Funktion. Diese habe ich bisher so noch bei keinem anderen Anbieter gefunden. Mit dieser Funktion kannst du deinen Account noch weiter schützen, falls ein Angreifer deine Zwei-Faktor-Authentifizierung umgeht. Dabei werden Einstellungsmöglichkeiten nämlich gesperrt, sodass der Angreifer beispielsweise keine Adressen mehr hinzufügen kann zu einer Auszahlung und auch persönliche Daten nicht einsehen kann. Neben der Account-Sicherheit, welche du selbst einrichten musst, schützt Kraken nach eigenen Angaben ihre Handelsplattform unter anderem dadurch, dass 95% der Kryptowährungen in geografisch verteilten Cold Storage verwahrt werden. Beim Cold Storage-Verfahren werden die meisten Kryptowährungen eben in Cold Wallets aufbewahrt. Diese sind offline und nicht ans Internet angeschlossen, was einen Zugriff von außen für Angreifer natürlich stark erschwert. Zusätzlich bietet Kraken eine unabhängige Prüfung mit Proof of Reverse Audits an, worüber du einfach überprüfen kannst, ob deine gehaltenen Guthaben durch reale Vermögenswerte bei Kraken gedeckt sind. Damit möchte Kraken noch mehr Transparenz schaffen, indem sie beweisen, dass wirklich 100% der Kryptowährungen auch wirklich auf der Plattform liegen und gedeckt sind. Nach meinen bisherigen Kraken-Erfahrungen macht Kraken auf mich persönlich einen sehr zuverlässigen und vor allen Dingen auch vertrauenswürdigen Eindruck. Die Plattform hatte schließlich auch mehr als 10 Jahre Zeit, ihr Sicherheitskonzept Stück für Stück zu verbessern. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Falls du noch Fragen hast, schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, auf jede Frage zu antworten. Abonniere auch gerne den Kanal, damit du immer das richtige Tutorial griffparat hast. Und falls du noch keinen Kraken-Account hast, melde dich am besten über den Link unten in der Videobeschreibung an. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut.